Er setzte sich wieder hin und blickte mich freundlich an. Ich versuchte, aufnahmefähig zu bleiben und nicht gleich wieder alles vernünftig zu durchdenken. Die Reaktionen, die dabei in meinem Körper abliefen, waren erstaunlich. Viele Sätze von Johannes lösten ganz direkt entsprechende körperliche Empfindungen aus. So bekam ich plötzlich kaum noch Luft, als er einige Zeit das Beispiel von dem Sumpf ausgeführt hatte. Dennoch war ich verblüffend gut in der Lage, mich nicht ablenken zu lassen, sondern einfach nur zuzuhören und wahrzunehmen. Johannes lachte ein wenig vor sich hin und sagte dann: »Weißt du, es gibt genug Leute, die mit dem Kopf wissen, was getan werden sollte und was gut und richtig wäre. Doch ihre Angst bringt sie dazu, mit ihrem klugen Kopf den Körper und die Gefühle zu unterdrücken. Einfach nicht mehr wahrnehmen zu wollen, was sie im Innersten genau wissen. Doch der Körper und seine Gefühle lassen sich nicht so einfach wegreden. Deshalb gibt es Leute, die für den Umweltschutz kämpfen und dabei Ketten rauchen, oder Leute, die ganz autoritär für eine anti-autoritäre Gesellschaft eintreten, oder Feministinnen, die von nichts anderem reden als von Männern, Psychologen, die mit sich selber nicht zurechtkommen, Kommunisten, die ihre Partner wie Eigentum behandeln, und Christen, die überhaupt nicht christlich handeln. Ich könnte diese Liste beinahe unendlich fortsetzen. Ich will aber wieder zu dir kommen. Deshalb gibt es auch Leute wie dich, die sehr genau wissen, was sie selber tun könnten, es aber nicht tun.« Ich war wieder sichtlich betroffen. Johannes sprach in aller Deutlichkeit Gedanken aus, die ich schon so oft gedacht, doch nicht auf mich selbst bezogen hatte. Also nahm Johannes seine Rede wieder auf. »Du weißt ganz gut, was wesentlich ist und dass es nicht richtig sein kann, davon abzulenken und sich mit Oberflächlichkeiten zu zerstreuen. Du hast für die Zukunft die Wahl. Entweder du bleibst gefesselt für dein ganzes Leben oder du machst dich frei. Um auf mein Beispiel zurückzukommen, entweder du versinkst im Sumpf oder du versuchst, ihn zu verlassen. Und damit komme ich zum zweiten Teil.« Er dachte eine Weile nach und fuhr dann fort. »Während unseres Gesprächs kamen wir an einen Punkt, an welchem du schließlich sehr böse wurdest. Es ging um die Verantwortung für sich selber, um die Möglichkeit zu tun, was immer du willst, wenn du die Konsequenzen zu tragen bereit bist. Du hast die realen Behinderungen und Einschränkungen durch das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche System betont, in welchem du lebst. Nun wäre es dumm, diese Behinderung leugnen zu wollen. Es ist selbstverständlich, dass die bestehende Gesellschaftsstruktur erheblichen Einfluss auf alle Menschen nimmt. Ich will dieses System mit dem Sumpf vergleichen, der alle eingefangen hat und behindert, die nun mal in ihm stecken. Ich will nicht bestreiten, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Ich glaube, dass ich deine Einwände und Bedenken sehr gut kenne und ich berücksichtige sie auch.« Wieder erhob er sich, um während des Redens langsam und nachdenklich hin und her zu schreiten. »Es geht mir nur darum, zwei Dinge richtig zu stellen. Erstens wurde das System, in welchem du lebst, von Menschen geschaffen, und es kann auch von Menschen wieder geändert werden. Dazu müssen die Menschen es nur ändern wollen. Sie müssen den Sumpf verlassen wollen. Ich halte es für falsch, dem System die Schuld für die Unfähigkeit der Menschen zu geben. Die Masse der Menschen verhält sich so, dass dieses System möglich wird. Dabei sind die Beherrschten ebenso beteiligt wie die Herrschenden, weil beide dazugehören und die einen ohne die anderen nicht weitermachen könnten. Dass viele ein Interesse daran haben, die bestehenden Verhältnisse zu festigen, ist unbestreitbar. Sie glauben, es ginge ihnen gut. Und wer will sich schon den eigenen Ast absägen? Es ist auch richtig, dass vieles im politischen und wirtschaftlichen System so übermächtig und verselbstständigt scheint, dass es von Menschen anscheinend nicht mehr beeinflusst werden kann. Trotzdem könnte auch dies nicht geschehen, wenn es die Mehrheit der Menschen nicht mehr wollte. Doch die meisten wollen es, sonst wäre es nicht so. Die meisten haben ganz einfach Angst davor, sich zu ändern, sich anders zu verhalten. Deshalb kann ein anderes System durchaus möglich sein, doch die Menschen werden genauso feige und abhängig sein wie vorher, solange sie sich
nicht ändern wollen. Johannes ging eine Weile schweigend hin und her. Dann setzte er sich und seufzte wie erleichtert, als hätte er eine schwere Last abgelegt. Ja, und das Zweite ist, so fuhr er fort, dass selbst im Rahmen aller Einschränkungen noch viele Möglichkeiten bestehen, mehr daraus zu machen, menschlicher miteinander umzugehen. Ich will es an einem Beispiel aus der Industrie verdeutlichen. Zwei Chefs in gleicher Position können sehr verschieden handeln und denken, obwohl sie beide als sogenannte Opfer des Wirtschaftssystems engen Bedingungen unterworfen sind. Der eine gibt jedem Druck von oben ängstlich nach und versucht, wenigstens gegenüber seinen Untergebenen Macht auszuüben. Der andere entscheidet sich je nach Lage der Dinge weitgehend sachlich und ist durchaus bereit, solidarisch mit seinen Angestellten auch mal dem Druck seiner Vorgesetzten standzuhalten, um eine seines Erachtens richtige Entscheidung durchzusetzen. Oder einfacher ausgedrückt, der eine macht vor Angst in die Hosen und traut sich nichts zu, während der andere unabhängig handelt. Ich will verdeutlichen, dass keineswegs jeder nur voller Angst leben muss. Wenn es einer dennoch tut, sind die gesellschaftlichen Bedingungen sicher auch daran beteiligt, aber es liegt ganz allein an ihm persönlich, wenn er nicht lernt, seine Angst zu überwinden, unabhängiger und freier zu werden. Er lacht mich fast erleichtert an, als ich ein wenig nickte. Ich habe es wohl schon mal gesagt, will es aber trotzdem wiederholen. Niemand kann etwas dafür, in welcher Gesellschaft er aufgewachsen ist und wie er erzogen wurde. Aber jeder kann durchaus etwas dafür, was er später daraus macht. Ob er nur voller Angst in seinen Sumpfen stecken bleibt oder ob er mit aller Kraft versucht, sich zu befreien.